Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut. Verehrte Gäste, diese Worte würde Anton Humboldt beschreiben sehr gut seine positive Einstellung zum Leben und Handeln für die Gesellschaft. Und damit genau das, was Sie als Leistungsträger unserer Region verbindet. Unter anderem als Dank für Ihr Engagement haben wir Sie heute zum Neujahrsempfang der Humboldt-Gesellschaft eingeladen. Damit möchte ich Sie alle recht herzlich hier auf Schloss Mansfeld begrüßen. Ihnen allen, aber auch all Ihren Freunden und Angehörigen wünsche ich im Namen der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft von Herzen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2018. Die Mitglieder der Regionalvertretung freuen sich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Nutzen Sie unser heutiges Beisammensein, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich über die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste. Bitte lassen Sie mich einige besonders begrüßen. Herzlich willkommen heiße ich vom Präsidium der Humboldt-Gesellschaft die Koordinatorin des Akademischen Rats, Frau Prof. Dr. Dr. Dagmar Hösenberg. Ich freue mich sehr über die Anwesenheit unserer Landrätin, Frau Dr. Angelika Klein, die uns immer tatkräftig unterstützt, sowie des stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden, Herr Jürgen Nordenfeld. Ich freue mich auch, dass im Laufe der Veranstaltung noch der Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Linken, Herr Stefan Gebhardt, zu uns stoßen wird. Ein Willkommensgruß gilt auch Herrn Thorsten Oehmler als Vertreter der Stadt Mansfeld. Ebenfalls unserer Einladung gefolgt und herzlich willkommen ist uns der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mansfeld-Südharz, Herr Hans-Ulrich Weiß. Ich freue mich sehr, mit Frau Dr. Gabriele Rommel, die Direktorin der Forschungsstätte für Flurromantik und des Novalis Museums in Oberwiesenstedt begrüßen zu dürfen. Einen herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle von unserer Seite, der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft, zur Verleihung der Ehrenmedaille des Landkreises Mansfeld-Südharz für ihre großartigen Leistungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Ich freue mich, dass die Schulleiterin der Sekundarschule Anne Frank, Frau Anja Lieding, sowie Frau Kirstin Eder von der Grundschule Mansfeld heute unsere Gäste sind. Mein persönlicher Willkommensgruß gilt auch den Stadträten, Ortsbürgermeistern und Ortschaftsräten sowie Vertretern der Feuerwehren, Vereine, Initiativen und wirtschaftlichen Einrichtungen. Herzlich willkommen heiße ich auch die Vertreter der Presse. Liebe Gäste, sehen Sie es mal bitte nach, dass ich mich aufgrund des großen Interesses außerstande sehe, jeden Einzelnen anzusprechen. Deshalb heiße ich Sie nochmal alle recht herzlich willkommen. Eine besondere Freude ist es mir an dieser Stelle, eine herausragende Persönlichkeit zu begrüßen, die sich bereit erklärt hat, unseren Neujahrsempfang mit einem kleinen Vortrag zu bereichern. Ich möchte Ihnen vorstellen, Herrn Prof. Dr. Erhard Mayer-Galo, herzlich willkommen. Herr Mayer-Galo wurde 1942 in Frankfurt am Main geboren und lebt in Essen. Von Beruf ist er Chemiker und war in führenden Positionen der deutschen Wirtschaft tätig. So unter anderem als Vorstandsvorsitzender der Hülz AG und der Stinnes AG. Herr Mayer-Galo war Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker und wurde 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Er initiierte die Mayer-Galo-Stiftung für Wirtschaftschemie. Des Weiteren ist er Mitbegründer der Vereinigung für Chemie und Wirtschaft als Sektion in der Gesellschaft Deutscher Chemiker und hat sich für die Einrichtung eines Studienganges Wirtschaftschemie an den deutschen Hochschulen eingesetzt.
Ein langjähriger spiritueller Weg führte ihn zur Bewältigung von Krisen in seinem Leben. Von diesen Erfahrungen schreibt er in seinem Buch Leben im goldenen Wind. Ich selbst habe in Freiberg einen Vortrag von Herrn Meyer-Gallo erleben dürfen, sowie an der wissenschaftlichen Tagung in Essen unter dem Thema Energie- und Strukturwandel im vergangenen Oktober teilgenommen, die von Herrn Meyer-Gallo federführend organisiert wurde. Aus dieser Begeisterung heraus ist die Idee entstanden, Herrn Meyer-Gallo als Festredner unseres heutigen Neujahrsempfanges einzuladen. Und ich war natürlich hoch erfreut, dass er in Essen sofort zusagte, nach Mansfeld-Südhorst zu kommen. Das Jahr 2017 war für die frisch gegründete Regionalvertretung Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft durchaus ein erfolgreiches Jahr. Es gab einige Höhepunkte, von denen ich die wichtigsten kurz nennen möchte. An erster Stelle ist ja die Ernennung des Beirates der Regionalvertretung selbst zu erwähnen, von dem heute mit Claudia Neumann, Peter Schreiber, André Ulrich und Dana Zimmer ein Großteil anwesend ist. Damit ist unsere Regionalvertretung auch strukturell gut für die anstehenden Aufgaben gerüstet. Mitglieder der Regionalvertretung nahmen sowohl an der wissenschaftlichen Tagung der Humboldt-Gesellschaft in Potsdam im Mai als auch an der Tagung in Essen im Oktober teil. Auf Initiative der Regionalvertretung wurde zur würdevollen Umrahmung der Jubiläumstagung aus Anlass des 250. Geburtstages von Wilhelm von Humboldt in Potsdam die Kreismusikschule Mansfeld-Südhorst Chor Christian Abt ausgewählt. Es war eine ganz besondere Freude, die Schülerinnen und Schüler zu erleben, die mit ihrem musikalischen Programm und ihrem perfekten Auftreten wahre Glanzpunkte setzten. Selbst der Präsident der Universität der Künste Berlin, Professor Martin Rennert, lobte eingehend das herausragende Talent der jungen Musiker und das hohe Niveau der Musikvorträge. Auch die Leiterin der Musikschule, Frau Peggy Bitterolf, und der Leiter des Wilhelm-Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Hettstedt, Herr Franz Siebert, waren in Potsdam mit vor Ort und repräsentierten unseren Landkreis hervorragend. Bei der Tagung in Essen wurde auf der Mitgliederversammlung der Humboldt-Gesellschaft ausführlich über die bisherige Arbeit der Regionalvertretung Mansfelder Land als erster und bislang einziger Vertretung dieser Art berichtet. In Mansfeld-Südhorst selbst wurde im Rahmen des Reformationsjubiläums eine Vortragsreihe zu den Frauen der Familie von Humboldt durchgeführt. In Kooperation mit dem Landkreis und der Rosa-Luxemburg-Stiftung konnte dafür die Berliner Historikerin Beate Neubauer gewonnen werden. Es fanden Vorträge in Ornstein, Mansfeld und Sommerhausen statt. Als geladene Gäste verfolgten Mitglieder der Regionalvertretung im Jahr 2017 den erstmals durch die Landesgesellschaft ausgerufenen Lese- und Rezitationswettbewerb. Dieser war hervorragend organisiert und wird ab diesem Jahr gemeinsam von Novalis-Gesellschaft und Humboldt-Gesellschaft durchgeführt werden. Aber auch darüber hinaus gibt es eine sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden wissenschaftlichen Gesellschaften. Dies machte sich zum Beispiel auch bei der Erarbeitung des Kulturentwicklungskonzeptes des Landkreises bemerkbar, an dem man sich konstruktiv einbrachte und bei Beschlussfassung Kreistag ein gemeinsames positives Plädoyer verlas. Zu dem Konzept kann man dem Landkreis nur gratulieren, möge es auch so konsequent umgesetzt werden. Im Rahmen der Jubiläumsausgabe der MDR Landquartiere im Mai wurde auch die Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft einem breiten Publikum bekannt gemacht. Ein Höhepunkt hierbei war sicher der Besuch der Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch und des Innenministers Holger Stahlknecht. Pünktlich zum 250. Geburtstag Wilhelm von Humboldts am 22. Juni konnte der Öffentlichkeit eine Neuauflage der Broschüre Wilhelm von Humboldt und Doc Honor präsentiert werden. Möglich wurde dies mit Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Mansfeld-Südhorst, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken möchte. Die Broschüre liegt draußen noch aus. Wer also Interesse an dieser Broschüre hat, kann gerne nachher auch eine davon mitnehmen. Zum Ende des Schuljahres wurden am Hettstädter Wilhelm-Alexander von Humboldt-Gymnasium 5 Schüler mit dem Humboldt-Preis für besonderen Einsatz und herausragende Leistung geehrt. Dies ist mittlerweile schon zu einer guten Tradition geworden. Eine besondere Freude war es den Mitgliedern der Regionalvertretung vor 2 Wochen ein historisches
Tafelklavier als Dauerleihgabe sowie zahlreiche Erstausgaben an Humboldt-Literatur als Stiftung von Professor Dr. Peter Klein aus Hamburg, einem langjährigen Mitglied der Humboldt-Gesellschaft, in Empfang nehmen zu können. Das Klavier als auch die Bücher stellen eine enorme Bereicherung für unsere Arbeit dar. So viel der Worte zur Arbeit der Regionalvertretung im vergangenen Jahr. An dieser Stelle wird ein besonderer Dank dem Pianisten Herrn Robert Vetter, den wir eben gerade schon einmal gehört haben und der den heutigen Neujahrsempfang musikalisch umrahmt. Als Student der Schulmusik an der Martin-Luther-Universität. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Herrn Volker Schmidt und dem Förderverein Schloss Mansfeld, die es möglich gemacht haben, dass wir heute diesen herrlichen Saal für unseren Empfang nutzen dürfen. Aber auch den Mitgliedern des Geschichts- und Kulturvereins Rötchen, die sich aktiv an der Vorbereitung beteiligten, gilt ein großes Dankeschön. Bevor wir am Programm weitergehen, möchte ich noch kurz auf unsere kleine Spendensammlung hinweisen. Die Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft führte bereits zum Neujahrsempfang im vergangenen Jahr eine Spendensammlung für einen gemeinnützigen Zweck durch. Ich möchte dies gern beibehalten. Und dann eben jeweils einen Verein, eine Institution oder Ähnlichem zu helfen. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, die Kindertagesstätte Pusteblume in Apperode zu unterstützen, damit die Einrichtung noch besser mit Spielgeräten für die Kinder ausgerüstet werden kann. Wir bitten Sie deshalb um eine kleine Spende dafür. Die Spendenbox steht an der Tür, wenn Sie hier den Saal verlassen. Des Weiteren freue ich mich, Sie im Anschluss an unser Programm noch zu einem kleinen Buffet einladen zu dürfen. Im Hinblick auf das weitere Programm der Veranstaltung wünsche ich uns einen angenehmen Abend. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und würde nun um mögliche Grußworte bitten. Sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich Ihnen die besten Wünsche des Präsidenten der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V., Herrn Professor Peter Nenninger, für das Jahr 2018 überbringen, denen ich mich selbstverständlich anschließe. Möge das neue Jahr an die Erfolge des Vergangenen anknüpfen. Und dass das klappen könnte, Herr Koch hat es eben bereits gesagt, das wurde bereits am 10. Januar bewiesen. Die Regionalvertretung mit Andreas Koch an der Spitze und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat in reichlich einem Jahr ihres Bestehens bereits Beachtliches geleistet. Viele Persönlichkeiten und Personen im Mansfelder Land haben vielleicht erstmalig zur Kenntnis genommen, dass die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt hier wichtige Fußstapfen hinterlassen haben. Wenn ich die Quartalsberichte der Regionalvertretung durchlese, finde ich verschiedenste Aktivitäten, beginnend bei solchen in Schulen, über Vorträge und Lesungen, bis hin zu eher geselligen Veranstaltungen. Es ist ihnen gelungen, viele Schichten der Bevölkerung einzubeziehen, einschließlich, und ich denke, das ist ganz wichtig, auch Vertretern der Politik. Aber auch ohne Spenden, und auch das hat Herr Koch eben bereits gesagt, wäre das eine oder andere nicht möglich gewesen. Ich denke auch hier vor allen Dingen an den Reprint der Schriftenreihe Mansfeld Museum Nummer 8 aus dem Jahr 2005. Die Gründung eines Beirats war ein wichtiger Schritt, um verschiedenste Aspekte in die Tätigkeit zu integrieren. Das stellt eine gute Basis, unter anderem auch für die Gewinnung neuer Mitglieder für die Humboldt-Gesellschaft dar. Es ist nachhaltiger, wenn jüngere Menschen, wie Sie das sind, in Ihrem Bekanntenkreis nach neuen Mitgliedern Ausschau halten
Und wenn das über 75-Jährige tun, deren Bekannte dann natürlich auch in etwa über 75 sind. Für viele der Anwesenden war bestimmt die Gelegenheit der Landpartie, Ministern des Landes Sachsen-Anhalt von ihrer Tätigkeit zu berichten, der Höhepunkt im vergangenen Jahr. Dass das neue Jahr mit der Übernahme eines wertvollen Bibliotheksbestandes sowie eines Tafelklaviers des Hamburger Mitglieds der Humboldt-Gesellschaft, Professor Peter Klein, eingeläutet wurde, konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht voraussehen. So eine Aktion muss wohl überlegt und gut vorbereitet sein. Wahrscheinlich ist es auch hier vor allem dem Verhandlungsgeschick von Andreas Koch zu verdanken, dass alles in den gewünschten Hafen eingelaufen ist. Am 2. Oktober 2016, also vor etwa 15 Monaten, habe ich die erste E-Mail dazu von Herrn Professor Klein erhalten. Und auch das Engagement unseres Präsidiumsmitglieds Udo von der Burg bei diesem komplizierten Vorgang ist wichtig. Wenn ich bisher nach einem speziellen Zitat aus dem unendlich breiten Schaffen von Wilhelm und Alexander von Humboldt gesucht hatte, musste ich aufwendig recherchieren. Heute kann ich mir sagen, mach doch mal einen Ausflug nach Röttgen und schaue dort in einer Originalausgabe der beiden Koryphäen nach. Wer hat schon alle Kosmos-Bände von Alexander von Humboldt, deren erster 1845 erschien? Darüber verfügt noch nicht einmal die Humboldt-Bibliothek unserer Gesellschaft, die bei unserem Geschäftsführer verfügbar ist. Und die Originalausgabe von Wilhelm von Humboldts Buch, Idee zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, dessen Entwürfe sehr viele Jahre zuvor auf Schloss Burgirna entstanden sind, ist gerade hier am richtigen Platz. Und nun etwas ganz Wichtiges. Auf das erste Konzert unter Nutzung des um 1830 bei C.F. Hansen in Kopenhagen hergestellten Tafelklaviers mit noch originaler Beseitung freue ich mich schon. Das Präsidium der Humboldt-Gesellschaft wünscht Ihnen viel Kraft und Erfolg, um mit diesen Funden zu wuchern. Danke. Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrte Ehrengäste, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir gemeinsam die Eröffnung der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft im ehemaligen Rittergut Röttchen, Frau Professorin, nicht Röttgen. Ich habe lange geübt. Und auch zugleich auf dem authentischen biografischen Ort, vor allem von Caroline und auch von Wilhelm von Humboldt, feiern konnten. Heute sind wir hier auf Schloss Mansfeld, denn das Gut Röttchen wäre doch inzwischen schon ein bisschen zu klein für so viele Gäste. Und es hat sich trotzdem inzwischen schon zu einem gern genutzten Veranstaltungsort entwickelt. Einiges wurde ja auch schon genannt. Und ich glaube, mit dem neuen Tafelklavier, der Dauerleihgabe von Professor Klein, mit mir nicht verwandt und auch nicht verschwägert, eröffnen sich neue Facetten kultureller Ausstrahlung an diesem kleinen Örtchen. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung mit der Regionalvertretung nicht nur einen Ort zu geben, sondern sich zugleich mit zahlreichen Partnern in der Region und darüber hinaus zu vernetzen. Engagiert und konstruktiv
haben sich die Mitglieder der Humboldt-Gesellschaft ebenso in die Gestaltung des Reformationsjubiläums in den letzten 3 Jahren, ich kann mich nur auf diese Zeit beziehen, wie auch in die Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzepts für den Landkreis Mansfeld-Südharz eingebracht. Herr Koch, und Sie werden ja sicher uns ein Weilchen begleiten bei der Umsetzung dieses Kulturentwicklungskonzepts, von dem wir hoffen, dass es für den Landkreis viel Gewinn bringt, denn wir gehören, nein, im Augenblick sind wir noch der einzige Landkreis im Land Sachsen-Anhalt, der ein solches Konzept hat und das gemeinsam mit sehr vielen Vereinen und Verbänden und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wurde. Gemeinsam mit der Novalis-Gesellschaft haben sie auch im vergangenen Jahr einen Lese- und Rezitationswettbewerb durchgeführt auf die Verleihung des Humboldt-Preises an Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Hettstedt. Für schulisches und gesellschaftliches Engagement sind sie eingegangen. Hervorzuheben ist auch die Förderung im Studium durch die Humboldt-Gesellschaft. So für den Humboldt-Preisträger Vincent Eckert. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass junge Menschen eine solche Förderung erfahren und damit aber auch ein klein bisschen Bindung an die Heimat, an das Hiersein. Das finde ich gut und richtig und wichtig für uns. Wir haben als Landkreis das vielfältige Engagement der Regionalvertretung begleitet, nicht nur wohlwollend, sondern interessiert und wirklich mit dabei, das kann ich ehrlichen Herzens sagen, sei und so auch bei der Unterstützung mit dem Veranstaltungsangebot, was Sie selbst genannten, zur weiblichen Geschichte der Familie Humboldt oder eben auch mit dem Beitrag unserer Kreismusikschule Karl Christian Akte. Und es sei mir an dieser Stelle auch erlaubt, mich ausdrücklich für das Engagement der Humboldt-Gesellschaft, ihrer Mitglieder und zahlreicher Partner in unserer Region zu bedanken, auch und gerade deshalb, weil es zur Stärkung unseres Selbstverständnisses als Mansfeld-Südharzer einen wichtigen, unverzichtbaren Beitrag leistet. Bitte lassen Sie nicht nach, gestalten Sie auch künftig, leidenschaftlich unsere Kulturregion im demokratischen Miteinander mit. Dafür wünsche ich uns und Ihnen viel Kraft, vor allem Gesundheit und Erfolg im Jahr 2018 und natürlich lange, lange darüber hinaus. Ihnen persönlich, Herr Koch, wünsche ich in diesem Jahr viel Glück. Sie stellen sich ja einer richtigen Aufgabe. Möge es gelingen, wir würden Sie sicher auch unterstützen. Auch als Leiter. Danke.